Und das Team Kaiser ist auch angekommen im Hexenkessel von Grimmel. Der Best Solution in Flipflop schon hier aus dem Fernsehen bekannt aus der Serie D-Max, der Full-Full-Serie. Da ist alles da und jetzt sind wir gerade auf dem Gelände rauf. Ja, aber wir konzentrieren uns erst einmal auf die Heckklasse. Und da haben wir 991 auf Platz 1 unterwegs. Startnummer 991 ist vorne. Sie übernehmen die Führung hier in diesem Lauf. Die Bodenbüchse mit der 891. Der Kacke-Riegel-Fahrzeuge unterwegs im Ex-Kessel von Grimmel. Startnummer 633 auf der zweiten Position. Hier Roadrunners auf Platz 3 mit dabei. So schaut es hier momentan aus im Feld. Und wir haben die Strecke extra vorne noch ein bisschen gewässert. Und da gibt es den ersten Überschlag in der Klasse. Er liegt auf dem Dach. Kurveneingang, der Wahnsinn auf die Räder, nimmt erneut seinen Lauf. Alles in Ordnung, die Hand ist draußen. Ein Fahrzeug liegt auf dem Dach im Kurveneingang, aber es ist nichts passiert. Die Flaggen sind draußen, der Rennradwagen nur noch ganz langsam unterwegs, dann hinten in der Kurve. Anscheinend sind wir schon Platz 1, die Startnummer 633. Er gewinnt die Roadrunners auf 2. Ja, von 91 auf 3. Stefan Peters von den Bodenfüchsen. Vierter Platz noch einmal für die Roadrunners. 20.